Ja, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Ultra Sonne. Leute, ich wusste nicht, dass ich heute noch eine Folge bringe, aber ihr seid so fucking ausgeflippt, dass ich mir dachte, ich mache einfach noch eine Folge. Ich hatte einfach, also am Anfang dachte ich so, die ersten 5 Minuten hatte ich einfach nur einen Aufruf. Ich dachte so, oh scheiße, das kommt nicht gut an, weil ich habe ja eigentlich einen Minecraft-Kanal, will aber auch andere Spiele spielen und mache deswegen meinen Kanal auch ein bisschen von Minecraft ab, andere Spiele zu spielen, wie ihr das an meinem Banner gesehen habt. Ich habe da Pokémon noch reingemacht. Dann hatte ich 10, dann 20, 50, 60, 100 und dann 140 Aufrufe. Ich habe gesagt, bei 100 Aufrufen kommt die nächste Folge. Ihr habt es gemacht, ihr habt es gemeistert. Und wir haben einen Gewinner, denn ich wusste nicht, wie gesagt, dass ich heute noch eine Folge mache. Der Gewinner ist Gaming TV. Der kriegt, ihr wollt ja schon wissen, welche Pokémon-Version. Er kriegt Pokémon-Version Mond. Nämlich Ultrasonne wird in diesem Video verlost. Leute, es ist wieder wegen der Aufnahme so. Ich würde dann, Update kommt am Freitag raus, dann wird alles viel flüssiger und ich freue mich schon mehr. Ja. Also eben habe ich ja noch nicht Aufnahme gestartet und ja. So, ich schaue jetzt mal. Ich möchte jetzt mal was nachschauen. Wo bin ich hier? Leute, wie ihr seht, unten hat sich meine Dings aktualisiert. Ich habe nämlich zweimal jemanden. Guck Leute, es ist viel flüssiger so. Das ist immer irgendwie so. Du hältst eine Beere. Okay, da liegt noch eine Beere da. Okay. Du erhältst Simmelbeere, okay. Fragen, was die alles können. Ach, die können, glaube ich, die Sachen voll machen, ne? Du erhältst Simmelbeere, okay. Ich glaube hier, das ist der Bauernhof. Kann ich Sachen kaufen? Oh, du hast das Ladero. Ihr seid also auf Indelmanner schon. Das schenke ich dir. Oh mein Gott, Alter. Irgendwas wurde, mir wurde gesagt, dass er mich für. Also ich muss Pichu mit bunten Beeren irgendwie entwickeln. Wo ja Pikachu und dann Raichu, glaube ich, ne? Ja, und dann das halt. Raichu als Alola. Nicht so viele hiervon. Gelb. Bot, gell. Das ist ein Aufkleber, den gönne ich mir gleich. Was? Er gibt mir Beleber. Oh mein Gott. Vielen Dank. Alter. Danke, Bro. Zwei Herrscher-Sticker gesammelt. Wir gehen auf Stickersuche. Die habe ich noch nicht gefragt, ne? Hä? Warte mal. So, ich gehe mal kurz auf Beute. Jetzt gehe ich auf Bär. Die habe ich einmal. Okay, ich habe nämlich ein paar Sachen gestern verkauft. Keine Ahnung. Wie den Beleber kann ich wieder verkaufen. Ich habe nämlich wieder nur 12.000 Credits. Ja gut. Dann werde ich mal wieder rausgehen. Ciao, Bro.
Ja. Ich hoffe, ich werde. Alter, bin ich gut. Das war eigentlich nur so jetzt einfach, wollte ich da mal lang gehen, weil ich gucken wollte, ob da noch was ist. Ja, da war noch was. Und hier ist noch ein Item. Silberstaub. Wird verkauft. Alles, was ich nicht brauche, verkaufe ich. Feuerwehr am Start. Wenn ihr es gerade gehört habt. Leute, ich habe den Pokémon-Sort ausgemacht. Und oh mein Gott, ich bin so gut. Du findest Riesenpilz. Ich habe Pokémon-Sort ausgemacht, mache eigene Musik hinten rein. Ja. Guck mal, Leute. So soll es. So, die sagen, so soll es nach dem Update laufen. Dass die so schnell sind. Sonst ist es eigentlich ein bisschen langsamer. So, ich verstehe jetzt nicht. Ich verstehe jetzt immer noch nicht, was mein Junge aus der Schule gesagt hat. Ich glaube, so soll ich nicht laufen. Leute, das ist viel langsamer. Deswegen freue ich mich schon. Ich werde, wenn das nicht besser ist, dann werde ich noch ein bisschen Druck machen. Die Stadt durchkunden. Okay, ich habe jetzt 4 gesammelt. Werden mal ins Haus reingehen. Ja. Hä? Als wenn die in Häuser drin sind. Guck dir das an. Krass, dass sie einfach in Häuser drin sind. Ich bin einfach so froh, ich gehe da rein. Geh nach rechts. Sticker gefunden. Wir sind im Kampf, Leute. Gestern hatte ich auch 30 Minuten aufgenommen. Also fast 30 Minuten waren das. Jetzt nehme ich wieder 30 Minuten auf. Steig ein bisschen raus zu 28 Minuten Aufnahme. Ich hab den noch nicht, ne? Mann, hier. Was habe ich da für Bälle eigentlich alles? Ein Primärball, Superball, Netzball, Nestball, Hyperball, Heilball, Luxusball, Kugelball. Nein, dann nehme ich ein. Meinte, die bleiben im Superball. Okay. Das sah lustig aus. Gefangen? Das ist ein neues Pokémon, das kommt jetzt in die PC-Box rein. Ist ganz cool. Gewalt erreicht Level 22. Auch cool. Guckt euch das an. 3, 2, 2, 1, 1. Okay, 2. Die beiden 1er hier, die gefallen mir nicht so, dass ich da jetzt nur 72, okay. Also das ist echt eine Maschine. Ich hoffe, wenn ich den überlevelt habe, dann hoffe ich, dass den die Attacke noch macht, weil irgendwo da erzählt, dass der die Attacke nicht mehr macht. Ich hab nämlich Sonne und Mond nicht gespielt. Ja, mal schauen. Also diesmal wird hier Ultrasonne und Mond hoch. Nein, ich gebe ihn keinen. Ich kann ihn Dicky nennen, ne? In die PC-Box, bitte. Ich habe noch die Schlange drin, die tausche ich aber gleich aus. Ich habe zweimal Gewalt drin. Heilball. Ich finde die ganzen Pokémon-Bälle richtig cool. Sei ich hier oben. Boah, Leute, jetzt läuft das wieder ein bisschen flüssiger.
Ich laufe mal jetzt in Paraheiler, okay? Ich laufe jetzt mal in seine Sicht rein. Ich hoffe, die kämpfen nicht am Friedhof, weil das finde ich nicht so schön. Also, man versteht, ne? Da ist der Typ. Der freut sich. Hat ein Pokémon, fordert mich zum Kampf heraus. Als wenn die beim Friedhof kämpfen, das ist geisteskrank. Das ist so geisteskrank, Alter. Gewalter, ich will jetzt, wenn Gewalter sich wehrt, dann ist ja nicht mal mein Starter-Pokémon, was ich will haben. Kampf, ist hier was sehr effektiv? Nein. Dann machen wir mal Karate-Schlag. Er macht es sogar. Bam! Stell dir vor, du kriegst einfach so eine Hand, zack, ins Gesicht. Oh, hab ich's gewonnen? Das tut mir jetzt aber überhaupt nicht leid. Ach, mein kleines. Nein, ich werde nicht weinen. Gamefab gewinnt 360 Pokécredits. Gib mir die Kohle. Gamefab rasiert Kohle ab hier. Komm an. Da ist noch ein gelbes Item, Leute. Seht ihr hier? Da muss ich hin. Aber erst, wenn wir sie besiegt haben. Willst du mit mir kämpfen? Ja. Ich cutte kurz raus. Wieder. Wie immer. Ich mach das jetzt immer vor jedem Kampf kurz. Cutte ich jetzt raus. Wie sie da so hoch springt. Das sieht so aus. Genau, sie macht den Depp bloß ganz schön falsch. Eieieiei. Wir nehmen ja schon wieder fast 12 Minuten auf. Cool. Den will ich auch fangen. Ich will jedes Pokémon fangen. Ich finde diese Attacke Aero S richtig cool irgendwie. Aero S. Genau so heißt das. Nicht Aero. Aero. Guck. Bam, bam. Krieg ich eins rauf, ey, auf den Deckel. One-Shot. One-Year-Gegner wurde besiegt. Wir leveln heute unser Peach schon noch ein bisschen gleich. Wenn ich hier fertig bin mit dem Friedhof. Und dann werden wir noch runter zum Strand gehen. Rastledero erreicht Level 11. Ah ja, Rastledero. So heißt das Pokémon eigentlich. Ist das zweite. Und sie freut sich, dass sie mir Geld gibt. So müssen die Leute das machen. Mir Geld geben und sie freuen. Super. Freu dich, Runden Kills, beiß die Hänge ab. Finde super Trank, okay. Ich benutze eigentlich kaum Tränke, aber die sind immer, wenn man kein Prozenter bei sich hat. Sehr, sehr effektiv und deswegen verkaufe ich sie nicht. Ich könnte damit so viel Geld machen, aber nö. Hey, die Bang. Die ist mir jetzt gratis, ne? Was gut ist. TM100 Vertrauenssache. Okay. Das klingt interessant jetzt irgendwie. Ist das eine Attacke? Silberstaub und Riesenpilz, die können wir beide verkaufen. Ja. Kraftschub, Durchbruch. Was macht denn Durchbruch? Das Tier wird mit der Handkante angegriffen, weil die Lichtschild werden zerstört. Ich guck kurz, was ich ersetzen kann. Zugabe. Das ist so eine blöde Attacke, diese Attacke vergessen. Ich finde Zugabe jetzt nicht so cool. 1, 2 und Schubs, er hat es vergessen. Perfekt. Muss ich nachher bloß in meine App noch abdecken. Und dann kriegt er auch noch. Ja, Durchbruch. Einsetzen.
den möchte ich auch noch lernen. Mal schauen, was wir da jetzt wegmachen können. Tackle lassen wir, Klauen, Wetzler. Das ist nämlich so eine Attacke. Ich hasse so eine Attacke. Ne. Da machen wir Durchbruch. Durchbruch, interessant. Dann Vertrauenssache. Was ist das hier? Nein, 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 so. Der Anwender vertraut dem Ziel in ein Geheimnis an. Dadurch stört er diesen Konzept. Was hat der hier für Item? Wo ist das jetzt drin? Wer auch verkauft. Nee, ich finde die Attacke nicht so cool. Z kraftig. Und der hat keine Wirkung auf den Dings, ne? Super. Kann ich den nochmal einsetzen? Hä? Ich kann ihn bei jedem einsetzen, habe ich das Gefühl. Okay, ich mache das jetzt einfach mal. Vielleicht kann man da irgendwas Cooles denn machen. Auch bei dem, wo keine Wirkung ist, egal. Machen wir trotzdem. Nein, 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 nein. Der bleibt schön dran. Weil wir können jetzt gegen sie nochmal kämpfen. Mit Z-Attacke. Vielleicht ist da ja was Cooles. Hallo, 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 hallo. Hallo, ey, du da. Wir gehen nicht kämpfen. Bis gleich. Das krasse ist, ich vergesse immer, wie schnell man aufnimmt. Ich habe jetzt schon wieder fast 17 Minuten aufgenommen. Ihr werdet, glaube ich, so 16 sehen, weil ich locker eine Minute rausgeschnitten habe. Der Ball ist echt cool. Und ich muss sagen, das Pokémon auch. Bloß das Pokémon ist One-Hit, aber ich mache Z-Attacke. Wenn das funktioniert auf dieses Pokémon, ich kenne mich damit nie aus. Z-Kraft. Keine einsetzbare Attacken verfügbar. Okay. Der hat keine Attacken verfügbar. Deswegen hasse ich Gewalter, weil er setzt. Guck mal. Ich habe doch gerade eine Attacke eingesetzt, oder? Und er wehrt sich. Er ist unhörbar. Das meine ich mit, dass er das nicht will. Gewalter setzt durch rein. Warum macht er das erst beim zweiten Mal? Ich glaube, es ist wieder Pflege, weil ich so oft mit ihm kämpfe. Das ist eine coole Attacke. Die gefällt mir besser als Zugabe, weil Zugabe macht er das gleiche nochmal. Heißt, wenn das was Gutes für den Gegner ist, kann man das nochmal haben. MP teilt sich auf den Rest der Pokémon von Earth. Zum Beispiel die Naya wurde besiegt. Pikachu! Game of mal wieder immer das Game. Weil er eine Maschine ist. Und jetzt ganz schnell aus dem Gras raus hier. Okay, wir sind mit dem Friedhof fertig. Das heißt, wir gehen jetzt in die Stadt. Hol kurz ein Pichu. Und dann werden wir auch uns das zum nächsten Ziel widmen. Was wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge erst machen werden. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte auf die. Aber Freundin, der müde ist irgendwie.
Wir müssen den Friedhof laufen, so durch die Stadt und laufen hier lang, gehen hier nach oben, laufen so lang und sind dann beim Ziel. Okay. Das wird die nächsten 10 Minuten dauern. Da werde ich Gras aufpassen. Keine Lust. Und Sticker sammeln. Ja. Okay. Ich laufe doch nicht freiwillig durch Gras durch. Keine Ahnung, ich hasse das in der Aufnahme, wenn das so langsam geht. Ohne Aufnahme ist besser. Ich will mein Peach holen. Damit es mitleveln kann. Dafür wird die Schlange rausgemacht. Schlange ist scheiße. Ich habe mit der gestern gespielt. Ich habe gestern noch eine halbe Stunde das gespielt. Ja. Wollte ich eigentlich noch sagen, aber es läuft von Punkt zu Punkt Unterschied. Jetzt ist es ein bisschen schneller wieder. Boah, mein Bauch, ey. Leute. Ich wusste, dass hier noch ein Sticker ist. Herr M, zieht hier schon. Wir haben insgesamt 6 Sticker gesammelt. In der Stadt liegen überall diese Sticker herum. Heute machen wir so organisatorisches, damit morgen richtig der Kampf wird, Leute. Morgen wird's richtig hammer, ich das sage ich euch. Seid richtig gespannt. Teilt das Video hier auf jeden Fall mit euren Freunden. Wie gewinne ich wieder Ultrasonder heute? Wird rausgebabbelt. Ja. Elektro. Zack, raus mit dir. Fällt mir ein. Ich kann das mal ein. Bisschen sortiert. Ich mach das mal so. Wir sortieren nämlich jetzt einfach die Pokémons hier ein bisschen. Ja, so. Das ist interessant. Vielleicht kann man sich da noch so ein zweites Team zusammenstellen, mit dem man auch mal kämpfen könnte. Solange Pichu, Pikachu oder Raichu da drin ist. Hier kann man Pokébälle kaufen. Verstehe nicht, warum da jetzt zwei drin sind. Das ist hier jetzt wieder komisch. Hier ist nämlich die Grenze. Nein, hier ist jetzt die Grenze. Nein. Okay. Mondstein. Verkaufen. Riesenpilz. Verkaufen. Silberstaub verkaufen. Die geben nur 10. Die geben gar nichts. Ja. So, zack, wir haben 20.000 wieder. Jetzt kaufen wir uns auch Pokébälle. 10.000 wieder ausgeben. Ja, wir wollen etwas kaufen. Was ist das denn? Ups! Das weide ich, Leute. Ich drück Escape. Hä, dann ist es hier andersrum. Dann verkauft der die Bälle. Ich möchte etwas kaufen. Thank you.
Ja, einen hole ich davon noch. Und für die anderen Pokémons, die jetzt nicht so toll sind, kaufen wir mal noch zwei davon. Ich habe 52 drin. Ja, ja, danke schön. Tschüss, ich will weglaufen. Adios, go, amigo. Im nächsten Video wird dann hier anstatt die Schlange sein. Ist ja die Schlange, ne? Wird dann wieder ein Peach drin. Einer schöner Pokémon. Mio, Mio. Klebt doch noch was dran. Ich habe echt keinen Hobbys gerade. Was sage ich, pack ein bisschen interessantere Musik in den Hintergrund, da ich hier die Musik der Pokémon ausgemacht habe. Ich glaube, ich sehe schon gewünscht. Ne? Hier ist ein bisschen schneller wieder. Die kämpfe ich nicht. Hilfe! Über neue Menschen. Warum gibt's das eigentlich auf der Welt? Gibt's vor allem. Warum gibt es das eigentlich auf der Welt? Menschen. Was eine Erfindung, Alter. Nein. Nein, 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 nein. Ich schneide das Video gleich. Also Leute, ich mache das so. Von der Schule, ich mache Hausaufgaben und ja? Das ist wichtiger halt noch. Und dann aufnehmen, schneiden, hochladen. Und nach einer halben Stunde, eine Stunde mal Kommentare lesen, antworten. Liken, Herzen geben drauf. Das muss man machen. La 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 la. Übrigens, unser genau, mir fällt gerade ein. Ich hab was, hier ist die Grenze, hier ist die Grenze, hier ist die Grenze. Du hast jetzt Z-Attacken. Wir sind jetzt miteinander verbunden. Muss gießen. Uiuiui. Ich wollte gerade wieder Escape drücken, ne? Pichu mag uns übrigens schon richtig doll, weil ich mit ihm ein bisschen gestreichelt habe. Kuschelt. Ich bin so von Pikachu, Raichu, Pichu so ein richtiger Fan. Ich bin halt so ein. Ich mag Blitze halt sehr gerne, Leute. Das müsst ihr verstehen. In Pokémon. Also, wenn ich da so ruhig so Staffel 19 gesehen habe und den Blitz runterkam, da hat es richtig gebombt. Vielleicht mache ich auch 35 Minuten heute, da ich da jetzt voll drin bin. So, und jetzt wieder die Taste drücken, Leute, schnell laufen. Nein, 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 ich gucke das jetzt nicht. Noch. Und wenn wir da jetzt irgendeinen Gegner drin haben, dann knall ich richtig aus. Weil dann wäre es mit der Folge jetzt schon gewesen, hätte ich jetzt noch einen Gegner gehabt. Ich bin nur kurz vors Ziel auf und nächste Folge werdet ihr dann erfahren, wie es weitergeht. Na, willst du kämpfen? Nun, die habe ich schon erkannt. Ich gehe da jetzt nicht hoch, nämlich. Ich werde noch einen Kampf machen, Leute. Die Folge geht eine Minute länger oder so. Mit dem Pichu Level 6 kämpfen.
ist Lösch. Warum sage ich eigentlich immer bis gleich? Guck mal, die Animation lenkt sich an dem einen Punkt immer. Warum sage ich eigentlich bis gleich? Ich hatte das ja nur kurz raus, das muss ich gar nicht sagen. Peach euch mit dem Dingsball gefangen, weil ich unbedingt haben wollte. Ist so niedlich einfach. Halleluja. Und so schwach. Alter, was hast du denn für eine Z-Attacke? Rutenschlag. Ich hoffe, die Z-Attacke leckt jetzt nicht allzu doll. Ja, Mann, ey, das ist richtig toll für die Aufnahme. Angriff von Peach wurde durch Z-Attacke. Oh mein Gott. Oh, aber die sind ja wild dann, ne? Die sind ja wild. Autsch. Ich muss so vorsichtig sein. Statik von Peach wird paralysiert, es greift eventuell nicht an. Ja, moin, und jetzt machen wir einen Donnerschock. Blitze! Jetzt Donnerschock. Jetzt ein Donnerschock. Los, Donnerschock. Jetzt ein Donnerschock. Ja, Peach, du bist mein Lieblings-Pokémon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hä, noch einmal und ich bin down. Oh nein, ich tausche jetzt lieber. So willst du auch dich. Nein, 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 warte. Nein, 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 ich mach eine andere Pokémon. Ich nehme meinen Gewalt Level 11. Denn der hat wahrscheinlich noch eine Z-Attacke. Und die Folge geht jetzt schon 2 Minuten länger, also vor euch nur Kopf gar nicht mehr so. Egal, wurde auch mit einem Superball gefangen. Megaball setze ich nur bei legendären Pokémon ein, dann später. Na los. Pokébälle sind so scheiß teuer, ne? Hä? Och, halt die Bang. Ich hab Z schon eingesetzt eben. Durchbruch. Ich dachte, er wehrt sich jetzt wieder. Ja, das ist ein Volltreffer. Er ist paralysiert, Mangelwurm wurde besiegt. Was wünscht man sich mehr? Bestador erhält. Ja, ich muss ihn pflegen. Peach erhält. Okay. Der arme Peach. Oh. Ist ja cool. Ich musste das schon ein paar Mal machen. Er genießt das richtig. Guckt euch das an. Peach genießt das richtig. Jetzt raus hier mit auf den Fenster. Oh, wie süß. Mag Peach vielleicht eine Orangine? Ja? Oh. Nicht. Au! Oh. Ganz ruhig. Der mag mich. Da strauen bei deinen süßen kleinen Karlemal und Fratz. So Leute, weil wir tauschen wir mal kurz das Pokémon. Guck mal, der hat richtige Zuneigung zu mir. Cool. Ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Wegen der Verlosung müsst ihr Abo des Kanals sein. Ich würde euch ein Like da lassen und einen netten Kommentar. Ja, ich würde sagen, wir sind denn jetzt hiermit fertig erstmal. Ich werde jetzt noch kurz heilen, die Folge geht echt ein bisschen länger. Aber muss sein.
Vorbereitung für die nächste Folge. Muss man machen. Muss man machen. So. Pizza. Nein. Ich möchte nicht. Nein. Kein. Trank einsetzen. Voll. Hat der kein Zentrum oder was? Doch hat er. Naja, Leute. Das tausche ich jetzt so. Genau. So, ich werde jetzt speichern. Ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ich kämpfe noch ein bisschen weiter jetzt. Video kommt heute oder morgen. Ich wollte eigentlich heute machen, aber ich werde wahrscheinlich morgen machen. Ich das nicht mehr schaffe. Bis dann.